Ja, wir sind offenbar unmittelbar mitten in das wichtigste Thema gekommen, weil Macht heißt über Geld entscheiden. Ich glaube, so kann man die Demokratie auf den Punkt bringen und wahrscheinlich auch die Auseinandersetzung, wie wir jetzt gehört haben, über die direkte Demokratie. Oh, das Mikrofon funktioniert, danke. Sie haben das beide sehr schön ausgeführt. Ich würde gerne von Ihnen, Frau Binder, noch wissen, Sie argumentieren ja sehr genau als Juristin und Sie haben ja diesen Konflikt zwischen enger und weiter Auslegung dieses Grundgesetzes sehr betont. Mit anderen Worten, wenn ich das richtig interpretiert habe, eine enge Auslegung würde heißen, es geht nur um den Staatshaushalt als solchen, eine weite würde bedeuten, es geht um alles und eben auch um ein Projekt. Haben Sie denn eine Prognose darüber, wie dieser Entscheid gefällt werden könnte? Ja, also meine persönliche, also wirklich eine persönliche Prognose ist natürlich geprägt. Ich bin mit 36 aus der Schweiz nach Deutschland ausgewandert und habe in dem Sinne 36 Jahre Schweizer Erfahrung, ein knappes Jahr Deutschlanderfahrung jetzt. Und ich denke, mittelfristig wird sich das Thema der Finanzen für direktdemokratische Mitbestimmung öffnen müssen. Aber mittelfristig, nicht kurzfristig. Deswegen denke ich auch, ist, wenn das Thema heute entschieden werden müsste, ganz klar auf Gerichtsebene eine weite Auslegung zu erwarten. Also nicht nur der Haushaltsplan, sondern alle finanzrelevanten Themen sind ausgeschlossen. Aber jüngere Landesverfassungen oder Änderungen von Landesverfassungen in Bremen, in Hamburg deuten so ein bisschen in Richtung einer engeren Auslegung, sprich mehr Möglichkeiten zu partizipieren, wobei der Kernbereich, und das ist das Zweite, der Kernbereich, daran wird sich nichts ändern. Es wird einen Kernbereich geben. Wir haben in Deutschland ein repräsentativ-parlamentarisches System und dazu gehört eben, dass der Kernbereich, das Budgetrecht, das wirklich eigentliche Budgetrecht beim Parlament bleibt. Da wehrt es sich mit Händen und Füßen. Aktuell wehrt es sich vor allem gegenüber der Bundesregierung und der Bundeskanzlerin, dass das Budgetrecht gewahrt wird. Und genau diese gleiche Abwehrhaltung, die wird sich auch in den nächsten Jahren gegenüber den direktdemokratischen Rechten weiterhalten. Aber wenn wir doch jetzt mal das einfach auch von der Größendimension anschauen, Sie haben das Finanzreferendum auf Bundesebene angesprochen, das wir Schweizerinnen und Schweizer noch nicht haben und das auch vom Parlament uns nicht vorgelegt wird, damit wir auch darüber entscheiden könnten als Bürgerinnen und Bürger. Wenn wir die Größenverhältnisse anschauen, müssen wir sagen, dass die Größe der Schweiz in etwa die Größe von Baden-Württemberg ist. Also ist es nicht auch, hat es nicht auch einfach damit zu tun, dass ein Budget auf einer gewissen Ebene mit einer gewissen Größenordnung eben doch lieber beim Parlament bleibt, ob das nun die erste, zweite oder dritte Ebene ist, die darüber entscheidet? Also letztlich glaube ich nicht, dass es eine Frage der Größenordnung ist. Und zwar deshalb, weil viele der Argumentationen, die Frau Braun-Binder aufgezeigt hat, ja in Deutschland auch für die kommunale Ebene herangezogen werden. Da gibt es auch immer wieder eine diffuse, also es ist zwar die Mitentscheidung sozusagen über die finanzielle Dimension von Projekten oder einzelnen Regelungen nicht völlig ausgeschlossen, aber es gibt immer wieder eine diffuse Grauzone, ob da nicht doch etwas unzulässig ist. Bürger müssen auf der kommunalen Ebene einen Kostendeckungsvorschlag vorlegen, von dem man natürlich auch nicht genau weiß, ob er A, die Berechnung der Projektkosten richtig hat oder ob ja, unter Bedingungen, wo alle Kommunen auch verschuldet sind, ob der Kostendeckungsvorschlag sich einfach mit dem Satz begnügen darf, es sollen Kredite aufgenommen werden, nicht? Also da haben wir durchaus eine ähnliche Situation. Allerdings würde ich noch anfügen wollen, dass ich die ganz große Skepsis, die Frau Braun-Binder aus der verfassungsrechtlichen Diskussion herausgelesen hat, doch nicht ganz teile. Es gibt zwar skurrile Urteile, etwa des thüringischen Landesverfassungsgerichtes, das der Meinung war, selbst in einer Verfassungsänderung des Landes Thüringen dürfte der Verfassungsgeber hier keine Öffnungsklausel vornehmen. Oder der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat im Zusammenhang mit der Magnetschwebebahn
geurteilt, selbst wenn der Vorschlag auf mehr Sparsamkeit ausgerichtet sei, dürfe das trotzdem nicht dem Volk vorgelegt werden. Aber es gibt doch zahlreiche anders gelagerte Urteile von Landesverfassungsgerichten, auch Landesverfassungsregelungen, aber auch Urteile von Landesverfassungsgerichten, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, aber auch in westdeutschen Ländern, sodass ich da doch eine gewisse Entwicklung sehe, dahin, dass die finanzielle Dimension eines Gesetzesvorhabens oder eines Projektvorhabens durchaus zum Gegenstand eines Volksentscheides werden kann. Allerdings, und da kommt dann wieder sozusagen die deutsche juristische Grauzone ins Spiel, das darf eine gewisse substanzielle Größenordnung innerhalb des Gesamthaushaltes dann nicht überschreiten. Das heißt, wir werden auch in den nächsten 10, 15 Jahren abhängig sein von dem wichtigen politischen Entscheidungsfaktor Jurisprudenz, Staatsrechtslehre, die dann definiert, wann ein wesentlicher oder substanzieller Anteil hier überschritten ist. Das ist das Problem. Insofern werden wir uns vielleicht in der zeitlichen Dimension sogar einigen, in der argumentativen nicht ganz. Ich möchte auch Ihnen das Wort geben. Es sind auch Mikrofone im Umlauf. Mich würde nämlich zum Beispiel interessieren, aus unseren Nachbarn in Baden-Württemberg, ob Sie auf dieses Finanzreferendum denn warten oder ob Sie eher Angst davor haben. Wo sind die Mikrofone? Da, bitte schön, da hinten und dann Tim Guldimann, oder? Habe ich richtig interpretiert, ja. Würden Sie sich vielleicht ganz kurz vorstellen? Ja, ich bin Bürgermeister der schon viel angesprochenen Landeshauptstadt Stuttgart, einer derjenigen, die Stuttgart 21 von Anfang bis zum Ende bisher erlebt, durchgelitten und natürlich auch vielleicht mit neuen Erkenntnissen gewonnen haben. Ich möchte eine kleine Begebenheit erzählen, die ganz eng mit dem Finanzreferendum zusammenhängt, weil Sie fragen, ob wir auf das Finanzreferendum warten. Die Stadt Stuttgart, die natürlich ganz stark unter dem Eindruck von Stuttgart 21 steht, der Gemeinderat hat beschlossen, eine Bürgerhaushaltsinitiative zu machen und hat das im Vorfeld der Haushaltsberatung des letzten Jahres die Bürger via Internet und den klassischen Medien aufgefordert, Vorschläge zu machen. Und wir haben 23 Stadtbezirke in Stuttgart. Einer dieser Stadtbezirke ist Sillenbuch, dort, wo die reichen Leute unter anderem wohnen. Da gibt es ein kleines Bad. Und Sie werden es nicht glauben, an der Spitze der Vorschläge, was der Gemeinderat in Stuttgart denn beschließen sollte, war die Renovierung des sogenannten Sillenbucher Bädles. Da ging es nicht um Straßen, da ging es nicht um Schulen, es ging nicht um Kindergärten, die Spitze war das Sillenbucher Bädle. Und die Stuttgarter waren da einigermaßen schockiert, weil die Frage ist, wie geht man nun mit diesem Votum um? Ist dieses Votum ernst zu nehmen? Hat da eine Internetinitiative alle Bürger in Sillenbuch zusammengetrommelt, die jemals in diesem Sillenbucher Bädle waren, um dieses sozusagen an die Spitze dieses Vorschlages zu stellen? Ich stelle mir nun vor, es gäbe ein Finanzreferendum. Die Frage stellt sich, sind die Bürger in Stuttgart noch nicht reif dafür? Was hat man falsch gemacht? Ist es üblich, dass dann solche lokale Interessengruppen zusammenkommen? Der Gemeinderat hat dann letzten Endes unter vielem diese Renovierung dieses Bettes beschlossen. Aber es sind sehr viele Maßnahmen in diesem sogenannten Finanzreferendum, im Bürgerhaushalt oder die Vorschläge sind dann nichts anderes. Das ist die eine Bemerkung. Die zweite Bemerkung, wenn ich mir das schon erlauben darf, ist die Frage, die Bundesrepublik Deutschland ist in der EU. Inwieweit können wir uns denn überhaupt leisten, ein Finanzreferendum in der Bundesrepublik einzuführen, wenn wir sozusagen auch unter dem Diktat, unter dem Finanzdiktat von EU-Entscheidungen stehen? Und wie ist das Verhältnis zu Gerichtsentscheidungen? Ich denke an die Verfassungsgerichtsentscheidung Nordrhein-Westfalen zum Anspruch auf einen Kita-Platz. Vielen Dank. Das waren jetzt zwei sehr weit auseinanderliegende Themen, das Bädle und die EU, aber beides trifft den Kern der Geschichte. Ich möchte Botschafter Tim Guldimann gleich rannehmen, dann können wir das hier noch diskutieren.
Also nur ein Satz. Es sind nicht nur die Gerichte, wo sich die Frage stellt, diese Machtverschiebung vorzunehmen, sondern es ist die Frage, ob die Parlamente bereit sind, Macht abzugeben. Und da habe ich große Zweifel. Und genau das ist ja in der Schweiz mit dem Finanzreferendum auf Bundesebene ebenfalls der Fall. Das Bädle und die EU, möchten Sie dazu vielleicht aus demokratietheoretischer Perspektive kurz etwas sagen und Sie aus juristischer Perspektive? Ja, zunächst einmal kann ich jetzt nicht überblicken, welche Kostendimension das Bädle hat. Also es gibt ja hier in der Schweiz für das Ausgabenreferendum, aber auch für das Kreditreferendum, also diese beiden Arten, gibt es ja jeweils gewisse Untergrenzen. Und es könnte sein, dass das Bädle also von daher nicht unter dieser Untergrenze liegen würde und man auch deshalb kein Finanzreferendum darüber machen würde, sondern der Gemeinderat in seiner Ratlosigkeit, wie Sie beschrieben haben, dann eben entscheiden müsste. Eine andere Frage ist, das will ich nur als mögliche Diskussionsanregung geben, also Bürgerhaushalte werden ja sehr häufig, also ein weiches Beteiligungsverfahren inzwischen praktiziert und da gibt es manchmal interessante Motivationsergebnisse und manchmal auch viel Frustration. Es wäre natürlich interessant, so etwas, und sei es mal auf rein experimenteller Basis, dann mit einem Finanzreferendum zu verbinden. Das heißt, von vornherein klarzumachen, also wenn in diesem Rahmen ein Vorschlag entwickelt wird, dann wird er anschließend den Betroffenen, also vielleicht im Stadtteil oder wie auch immer, oder in der Gesamtgemeinde, den Bürgern zur Abstimmung gestellt. Also das wäre eine mögliche Entwicklungsperspektive. Zur Frage der EU, wäre das denn nicht auch grundgesetzwidrig? Die Diskussion läuft ja auch sehr heftig. Also genau diese Diskussion wird ja aktuell geführt und dazu hat sich der Bundesverfassungsgerichtshof auch geäußert, wenn es um die Rechte des Parlaments geht. Und insofern, ich sage es jetzt mal etwas trivial, denke ich, es geht ja nicht darum, dem Bürger mehr Rechte zu geben, als das Parlament heute für sich reklamiert gegenüber der EU. Aber es ist klar, innerhalb der EU hat man gewisse Entscheidungsstrukturen zu respektieren, gibt es gewisse Grenzen, aber die sind heute auch Gegenstand der Diskussion für die parlamentarische Entscheidfindung. Und ich denke, die Diskussion läuft schon und ist nicht neu zu stellen mit direktdemokratischer Mitbestimmung, wenn man denn das Grundprinzip dahinter ändert, wenn man denn anerkennt, dass direktdemokratische Mitbestimmung auf gleicher Augenhöhe akzeptiert wird wie parlamentarische Bestimmung. War da in dem Raum noch eine Wortmeldung, die ich mit halbem Auge gesehen habe? Ja, da und dann noch kurz bei Ihnen in der ersten Reihe. Ja, mein Name ist Christoph Hoffmann, ich bin Bürgermeister einer kleinen Gemeinde in Baden-Württemberg. Ich wollte nur anmerken, der Verschuldungsgrad in der Bundesrepublik, wenn Sie den anschauen, zwischen den Gemeinden, den Ländern und dem Bund, ist ein deutlich unterschiedlicher. In den kleinen Gemeinden oder in den Gemeinden überhaupt, wo die Verantwortung noch unmittelbarer ist, haben sie natürlich viel geringere Verschuldungsgrade und je weiter sie nach oben gehen, desto mehr entfernt man sich natürlich. Und der Bund hat immense Schulden. Und das Land hat sehr große Schulden. Die Gemeinden haben moderate Schulden, will ich mal sagen. Also Sie sehen daran auch, wenn unmittelbare Verantwortung auf der Ebene auch über Finanzen bestimmt wird, dann kann es funktionieren. Und ich meine, man sollte bei der Partizipation und direkten Demokratie vielleicht nicht, man muss unterscheiden, auf welcher Ebene wir ansetzen. Ja? Man muss ja nicht gleich über den Bundeshaushalt eine Abstimmung machen. Aber man kann ja mal unten anfangen und so langsam die Dinge einführen. Also eher auf kommunaler Ebene, wo der Bürger auch wirklich sieht, was passiert mit dem Geld. So wie es in der Schweiz ja auch funktioniert. Ich glaube, da ist eher ein Ansatzpunkt wie auf den übergeordneten Ebenen. Beispiel war ja auch Militärfrage. Ne? Also da ist natürlich schwierig, darüber abzustimmen. Das sind dann irgendwie Staatsinteressen, die eigentlich so nicht geopfert werden könnten an den Bürgerwillen. Darf ich da Sie? Ja, bitte. Nee, zum Moment, Sie erst noch da. Entschuldigung, das Mikrofon geht zuerst noch dahin. Wo? In die zweite Reihe. Ja, mein Name ist Werner Patzl, ich bin Politikwissenschaftler von der Technischen Universität Dresden und ich hätte 2 bis 3 Bemerkungen zum Verhandelten zu machen.
Was kann man dem Bürger zutrauen? Das ist ja immer die Kernfrage. Soll der Bürger über Finanzen abstimmen dürfen? Soll er überhaupt so etwas wie direkte Demokratie praktizieren können? Im 19. Jahrhundert lautet die Frage, kann man dem Bürger überhaupt zutrauen zu wählen? Und was ich damit sagen will, ist, es ist ja nicht das Volk sozusagen der unverbesserliche große Lümmel, dem man nicht zutrauen darf, in dem das Volk gefordert ist, zu bestimmten Dingen immer etwas zu sagen, entsteht im Laufe der Zeit ein Erziehungseffekt. Und er ist in den genannten Studien ja schön zu sehen, dort wo die Leute wissen, sie bestimmen über das eigene Geld, das sie dem Staat geben oder nicht geben, gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit oder eine gewisse Chance darauf, dass die Bürger mit dem Geld ein wenig knausriger umgehen und den Staat nicht erlauben, sich nach Belieben zu verschulden. Zweite Bemerkung, die Sache mit dem parlamentarischen Budgetrecht, das ist so eine Art goldenes Kalb, um welches das demokratische Volk in Deutschland insbesondere heftig herumtanzt. Nicht gefragt wird, wo das goldene Kalb herkommt. Das parlamentarische Budgetrecht kommt genau davon her, dass in den Vorgängern der modernen Parlamenten, nämlich den Ständeversammlungen, die Fürsten zusammenwirken mussten mit denen, die jene Finanzmittel hatten, die die Fürsten brauchten, um ihre Aufgaben erfüllen zu können. Also das parlamentarische Budgetrecht entsteht daraus, dass die Regierung jene, die das Geld haben, fragen muss, ob sie, die Regierung, das Geld bekommt. Es sind aber heute nicht die Abgeordneten, über deren Geld verhandelt wird, sondern es ist das Geld der Bürger. Infolgedessen steckt hinter dem Argument mit dem parlamentarischen Budgetrecht, jetzt etwas schroff formuliert, ein gehöriges Maß an parlamentarischer Arroganz dem Volk gegenüber. Es gibt kein Fundament in der Sache mehr. Und was am Schluss noch Europa betrifft, weswegen man hier zu keinen Beseitigungen oder Auslichtungen des Finanzvorbehalts käme, wenn wir nach Griechenland blicken, erscheint es uns sehr einleuchtend, dass wir den Griechen nicht aufzwingen können, eine schwierig durchzuhaltende Spar- und Reformpolitik zu machen, wenn das Volk das doch nicht will. Wieso kann das Argument umgekehrt nicht gelten, wenn andere Völker nicht bereit sind, riesige Geldsummen für gleich wie fragwürdige Rettungsmaßnahmen bereitzustellen? Warum sollen diese Völker nicht das Recht haben zu sagen, nein, das finanzieren wir nicht weiter? Und vielleicht mache ich noch eine Fußnote dazu. Hinter der Verteidigungshaltung der Parlamente, ob nun das Europaparlament bemüht wird oder das Europa-Argument bemüht wird oder das Argument der Bürger, können mit Finanzfragen ohnehin nicht umgehen, steckt ja nicht zuletzt Folgendes. Womit macht man Wahlkampf in einer pluralistischen Parteiendemokratie? Mit der Verheißung von Verbesserung der Lebenslage der Bürger. Und wie wird das begründet? Wenn wir an der Macht sind, allokieren wir das staatliche Geld besser, um bei dem wunderbaren Bild mit der Badewanne zu bleiben. Wir werden einen weiteren Schlauch eröffnen, wenn ihr uns nur wählt. Und das treibt dann, wie es vorhin gesagt wurde, gerade auf Bundesebene, wo die Entscheidungsebene sehr weit von der Bürgerschaft weg ist, die Verschuldung nach oben. Also mir scheint, dass viele Argumente, die dann mit Sorgen durchfalteter Miene vorgebracht werden gegen mehr Volksbeteiligung, einfach zu verkennen, welche segensreichen Wirkungsmechanismen wir installieren könnten, wenn wir die Bürgerschaft stärker in die Verantwortung nehmen. Also wenn Sie in Baden-Württemberg einen Sprecher für eine Initiative brauchen, dann könnten Sie wahrscheinlich auf diesen Herrn zurückgreifen. Jetzt hatte ich da noch eine Meldung. Dann Herr Auer und dann zuletzt noch, hat sich jemand Drittes noch gemeldet? Soeben? Irgendwo? Da, ja genau. Aber zuerst die Dame da oben. Dankeschön. Rita Schwarz-Sutter, Mitglied des Deutschen Bundestages. Das passt jetzt sehr gut. Auch Kommunalpolitikerin in Baden-Württemberg. Wir auf Bundesebene stehen im Moment vor einer ganz großen Entscheidung, nämlich die Entscheidung über den ESM und den Fiskalpakt und quasi über die deutsche Verfassung hinausgehende Schuldengrenze, Begrenzung. Das bindet uns in unseren Entscheidungsfreiheiten. Das hat sicherlich nachher auch Rückwirkungen auf Haushaltsentscheidungen. Das heißt, wir stehen vor einer ganz entscheidenden Situation, wie geht es mit dem deutschen Budgetrecht weiter? Und will auch noch mal ein paar Fakten nennen. Die Bundesrepublik hat ungefähr 2.100 Milliarden Euro Staatsverschuldung. Baden-Württemberg hat einen Kassensturz gemacht nach dem Regierungswechsel. Es sind ungefähr 70 Milliarden bei der Staatsverschuldung, 68 Milliarden Pensionsrückstellungen, die fehlen.
um also die Größenordnung herzustellen. Und jetzt will ich den Bezug herstellen zu der kommunalen Ebene, die sich ja eigentlich anbietet mit einem Bürgerentscheid oder mit der Volksabstimmung. Ich kann Ihnen sagen, aus eigener Erfahrung, das ist in Deutschland sehr schwierig, weil Sie genau die Badewanne haben mit den unterschiedlichen Schläuchen. Sie haben einmal Bundesgelder, die über die Länder zu den Kommunen kommen. Sie haben unterschiedliche Finanzierungen. Ich mache Ihnen das deutlich an einem ganz trivialen Objekt, nämlich an einer Bahnunterführung. Da gibt es ein Gesetz, nennt sich Eisenbahnkreuzungsgesetz. Da bezahlt der Bund ein Drittel, die Bahn ein Drittel und die Kommune. Dieses Projekt kostet also für die Gemeinde 200.000. Dann kriegt aber die Gemeinde noch sogenannte GVFG-Mittel. Das sind Gelder, die vom Land dann nochmal hergeleitet werden. Am Schluss kostet es die Gemeinde vielleicht noch so 400.000 und sie kriegt ein Objekt, wo eigentlich sehr viel mehr wert ist. Und jeder dieser Gemeinderäte sagt, gehe ich doch mal hin, entscheide für, ich habe ja was Großes, ich kann was vorzeigen. Und das ist genau der Punkt. Wir haben nicht mehr den engen Bezug zwischen dem finanziellen Betrag der Entscheidung und denjenigen, die darüber entscheiden. Und solange dieser direkte Bezug aufgrund unseres föderalen Systems auch nicht klar vermittelbar ist, weil der Bürger sagt schlussendlich, mir ist es egal, wo das Geld herkommt, ich hätte gern eine Bahnunterführung oder ich hätte gerne Sporthalle oder was auch immer. Es ist viel schwieriger, man braucht klare Entscheidungswege und es muss quasi gespiegelt sein, auch in den Zusammenhängen des Sachverhaltes. Wenn aber der Fiskalpakt jetzt kommt und wir sagen jetzt mal, auf Gemeindeebene wird verschuldet, dann wird der Bundeshaushalt dies ausgleichen müssen. Also auch da sehen Sie den Konflikt über die föderalen Ebenen, Kommunen, Länder bis hin zum Staatshaushalt und wir sind in einem engen Korsett. Dazu kommt das Bundesverfassungsgericht, wo natürlich auch dem Parlament die Rechte sichert. Darüber sind wir auch froh, aber wir stehen natürlich gerade und der Bürger kann überhaupt nicht mehr genau erkennen. Vor dem Hintergrund plädiere ich schon dafür, dass wir langsam mittelfristig mehr Transparenz in Finanzierungsvorgänge genauso wie in Entscheidungsvorgänge investieren. Und das ist sicherlich eine Chance, wo wir auch von der Schweiz vielleicht lernen können. Herzlichen Dank. Also es ist bei uns im Übrigen ja nicht so, dass alle Finanzflüsse überall ganz transparent und klar sind. Einfach nur, damit wir da die Unterschiede nicht allzu hoch halten. Jetzt ganz kurz, Herr Professor Auer, und dann noch da. Und dann, glaube ich, schließen wir diesen Teil ab. Wir haben ja dann noch eine Pause, wo wir alle diese Finanzfragen intensiv diskutieren können. Nach dem nächsten Block. Ja, vielen Dank, Andreas Auer. Ich bin an der Universität Zürich und hier am Zentrum für Demokratie Aarau tätig. Die Diskussion der beiden Referenten war höchst interessant, weil eben der Bereich der Finanzen für die direkte Demokratie die Unterschiede sehr schön herausstellen lässt, die es da gibt zwischen der Schweiz und Deutschland unter anderem. Aber ich habe das Gefühl, es könnte ein Missverständnis in der Luft liegen, dass man da so die Alternative sieht, Volksentscheid oder Parlamentsentscheid. Bitte vergessen Sie nicht, dass in der Schweiz das Referendum immer nur durchgeführt werden kann über Parlamentsentscheide. Das Volk kann nicht unabhängig einen Entscheid treffen, sondern nur einen Entscheid des Parlaments genehmigen oder in Frage stellen und ablehnen. Also in diesem Sinne ist es nicht eine Alternative entweder oder, sondern es ist und, dass also das Volk, das ganze Referendumsrecht in der Schweiz besteht ja nur gegenüber Beschlüssen des Parlaments. Das gilt sowohl für das obligatorische Verfassungsreferendum, wie für das fakultative Gesetzesreferendum, wie für das Verwaltungs- oder Finanzreferendum. Wenn das Parlament nichts entscheidet, dann kann das Volk auch nicht entscheiden, außer mittels der Initiative. Vielen Dank. Herzlichen Dank für diese wichtige Ergänzung. Das mit dem Bädle wäre eben auch bei uns nicht ganz so einfach. Jetzt haben wir da noch eine Wortmeldung. Ja, danke. Ich heiße Hans-Peter Klemann und vertrete hier den Naturschutzbund Deutschland in Baden-Württemberg. Ich möchte dem Herrn Bürgermeister Scheurer danken für dieses Beispiel, das ein Stück gelebte Demokratie ist,
Das wurde allerdings im Rathaus nicht erkannt, weil Sillenbuch 220 Meter höher liegt wie das Rathaus in Stuttgart. Und die Situation stellt sich vielleicht folgendermaßen dar, dass nach dem Agenda 21-Prozess Stuttgart wie viele andere Städte diese in allen Stadtteilen letztendlich Initiativen unterstützt hat, dann aber alsbald schon nach ganz kurzer Zeit den Geldhahn massiv zurückgedreht hat. Es blieb nichts übrig und wie er sagte, Sillenbuch ist wohlhabender wie andere Stadtteile und hat eine recht gute Struktur. Dort gibt es als einzigen Stadtteil noch eine Agenda 21-Gruppe. Und damit wird im Stadtteil mehr gesprochen über die Belange des Stadtteils wie in vielen anderen Stadtteilen. Das Bethle war ein wichtiger Teil der Stadtteilqualität. Da war zum Beispiel auch diese Gruppe tätig und der Stadtteil hat viel miteinander gesprochen, hat abgestimmt, hat ein Stück Demokratie gelebt und gewonnen. Herzlichen Dank für diese Präzisierung. Vielleicht wird das Bethle ja auch in der Pause noch weiter diskutiert. Ganz kurz, das Mikrofon noch dahin, wenn Sie schon fast aufstehen, um sich zu melden. Ich gebe Ihnen gerne. Ja, Waagschal-Universität Freiburg, das ist natürlich ein schönes Beispiel, was genau auch, glaube ich, eine Krux der direkten Demokratie darstellt. Wir haben 40% Beteiligung und wenn wir ja die Effekte von direkter Demokratie anschauen, sehen wir, es gibt nicht nur diesen Niveau-Effekt, der dämpft, sondern auch einen Struktureffekt etwa bei vielen Entscheidungen in der Schweiz, die ja sehr liberal denn ausgestaltet sind, gerade in der Sozialpolitik. Warum ist es so? Weil natürlich eher bürgerliche Wohlhabende sich da beteiligen, also die Partizipation von höher gebildeten Leuten mit höheren Einkommen sind höher, haben in der Folge auch bessere Chancen, ihre Sachen durchzusetzen. Und was Sie rapportiert haben in dem Sillenbuch, ist ja das genau. Ne? Da kommen die Wohlhabenden, die haben vielleicht besseren Internetzugang, engagieren sich mehr und setzen am Ende ihre Interessen durch. Deswegen gibt es auch, und ich glaube, das sollte man auch sagen, ja, veritable Stimmen wie etwa Wolfgang Merkel oder Offe, die sagen, also das mit der direkten Demokratie ist durchaus auch kritisch zu sehen, weil natürlich sozial schwache Interessen besonders nicht hier sich durchsetzen können. Herzlichen Dank für diesen Beitrag. Das wird das Thema des nächsten Blocks sein, das wir dann eingehend diskutieren. Ich möchte Ihnen beiden aber ganz kurz die Möglichkeit einer Schlussbemerkung geben. Von mir her würde ich Sie gerne nochmal auf dieses Zutrauen ansprechen. Das, die Frage, wie Sie das einschätzen. Und Sie würde ich eigentlich ganz konkret bitten, ganz kurz und darzustellen, auch für die Schweizerinnen und Schweizer hier im Saal, was es denn bräuchte, damit ein Finanzreferendum auf Gemeindeebene eingeführt werden könnte oder kann. Wie das vor sich gehen muss. Ganz kurz natürlich. Ja, ich fange an, dann können Sie noch ein bisschen drüber nachdenken. Vielleicht zunächst zu der Bemerkung von Herrn Waagschal. Das ist sicherlich eine relevante Problemdimension. Aber man muss auch unterschiedliche Themen sehen. Gerade in Freiburg oder auch in Leipzig gab es ja auch einen Bürgerentscheid zum Beispiel über die Frage, ob in jeweils mehrere tausend preiswerte städtische Sozialwohnungen privatisiert werden sollen. Gab eine große Mobilisierung in diesen beiden Städten und da wurden eben auch untere soziale Schichten mobilisiert. Also man muss das themenabhängig dann weiter vertiefen. Was diese allgemeinen Finanzfragen angeht, im Anschluss an Herrn Patzelt, würde ich zunächst einmal sagen, die Verschuldungssumme der Bundesrepublik ist ja genannt worden. Das ist ja alles auf repräsentativer Grundlage entstanden. Das ist ja in Hinsicht auf Finanzsparsamkeit oder so etwas, auf Finanzstabilität, kein Ruhmesblatt der repräsentativen Demokratie. Ich würde sagen, in der Rückwärtsprojektion, wenn wir seit 40 Jahren entsprechende Instrumente gehabt hätten, die Abstimmungsmöglichkeiten der Bürger beinhalten, wäre dieses Verschuldungsniveau vermutlich nicht entstanden. Und deshalb bin ich sehr der Überzeugung, dass wir einen Weg in Deutschland beschreiten müssen, um, ob exakt im expliziten Finanzreferendum oder in welcher Form auch immer, um hier finanzielle Mitverantwortung der Bürgerinnen und Bürger in direkter Entscheidung zu ermöglichen. Mit Recht wurde hingewiesen auf die große Badewanne und die Probleme des Steuerverbundes und die sozusagen das den Märchenwald der Entstehung öffentlicher Haushalte. Ja. Obwohl das so ist und obwohl auch auf kommunaler Ebene die Herkunft der Steuern, abgesehen vom Hebesatz der Gewerbesteuer, jetzt nicht sehr durchsichtig ist, ich würde es
trotzdem beginnen. Denn ein Lernprozess, der auch die Durchsichtigkeit der Steuereinkünfte und der Finanzierungswege erhöht, ein solcher Lernprozess könnte durch ein solches Verfahren am ehesten gesteigert werden. Und auch ein Lernprozess, der dahin führen würde, dass wir in Deutschland aus diesem extremen Steuerverflechtungsverbund etwas herauskommen, nicht schlagartig, sondern Schritt für Schritt, dass also gemeindliche Steuern wieder deutlicher auch als Steuern dieser Bürger erfahren werden können. Eine solche Entwicklung kann man auch nur durch einen Lernprozess auf den Weg bringen, an dem auch Bürger und Bürgerinnen beteiligt sind. Ich wurde um eine kurze Antwort gebeten. Wenn ich jetzt zum Schweizer Recht referieren würde, dann wäre die Antwort sehr kurz. Dann könnte ich nämlich sagen, das ist von Kanton zu Kanton unterschiedlich. Punkt. Aber es ist in Deutschland nicht viel anders. Es ist auch je nach Bundesland unterschiedlich. Ich denke aber, der gemeinsame Nenner ist, dass auf Verfassungsebene in den Bundesländern, in den Landesverfassungen einiges via Interpretation der Verfassung drin liegt. Die Frage ist einfach, ob der politische Wille dazu vorhanden ist. Dazu möchte ich nicht mehr sagen. Ein zweites Anliegen habe ich aber noch, was mir immer wieder auffällt in Diskussionen in Deutschland zur direkten Demokratie, ist die Tatsache, dass immer anhand von konkreten Beispielen argumentiert wird. Das ist sehr gut, das ist sehr anschaulich, das hilft sehr viel weiter. Ab einem gewissen Punkt muss man die Beispiele aber vergessen. Denn wenn man über direkte Demokratie spricht, spricht man über Verfahren und nicht die Inhalte oder nicht, was bei diesen Verfahren jetzt materiell herauskommen soll. Man spricht nicht darüber, ob es eine linke Politik herauskommen soll oder eine rechte Politik, sondern im Prinzip muss man sich über die Verfahren einigen. Und die sind an und für sich inhaltsneutral. Herzlichen Dank Ihnen beiden. Um die Probe aufs Exempel noch ganz rasch zu machen, wir befinden uns in einer direkten Demokratie. Wer von Ihnen aus Baden-Württemberg wäre denn für die Einführung von Finanzreferenten? Ja, zögerlich. Wer wäre dagegen, weil wir das nicht einfach so überblicken können? Ui. So ganz einfach ist es also noch nicht. Aber wir haben heute gelernt, es gibt bei uns Finanzreferenten, in Deutschland Finanztabus. Ich glaube, wir nehmen zwei weitere Dinge mit. Es ist ein Lernprozess, der gemacht werden muss und der befürwortet werden kann, aus sehr verschiedenen psychologischen, politischen, aber auch finanziellen Gründen, sehr einfach. Und ich glaube, was wir auch mitnehmen müssen, ist, dass man Finanzreferenten, wenn sie denn nicht schon eingeübt ist, wirklich zu Ende denken muss, damit nicht am Schluss ein Entscheid aufgrund einer Fußnote möglicherweise noch viel größere Probleme schafft, als dass er eigentlich durch die Entscheidung hätte lösen sollen. Damit Ihnen beiden ganz herzlichen Dank. Ihnen herzlichen Dank für diesen ersten Block. Wir machen aber gleich weiter.